Herzlich willkommen zu Nonsenf, Ihrer Wochenrückschau im Regionalfernsehen. In dieser Sendung beglückt uns heute auch noch ein Comedian, der schon von der Presse als der neue Dieter Hildebrand gefeiert wird. Aber er heißt ganz anders. Benjamin Eisenberg wird uns besuchen. Selbstverständlich müssen wir hier aber zuerst mal auf den frischen Monat gucken. Der Mai ist gekommen und wie in jedem Jahr kam der Mai mit einem Feiertag, und zwar mit dem Feiertag der Werkdeutschen. Es wurde demonstriert und propagiert, auch hier in Thüringen, mal dafür und mal dagegen. Und das neueste Thema ist die Vier-Tage-Woche. Das soll wohl bald der letzte Schrei sein, obwohl ich das irgendwie nicht so ganz raffe. Wir haben so viel Arbeit, dass wir dringend Fachkräfte suchen, aber die Leute, die Arbeit haben, sollen oder wollen weniger arbeiten. Hat wohl was mit der Work-Life-Balance zu tun. Und dann verstehe ich auch rein technisch nicht, wie das gehen soll. Montag, Dienstag, Mittwoch, Sonntag. Vier Tage Woche. Montag, Dienstag, Mittwoch, Sonntag. Montag, Dienstag, Mittwoch, Sonntag. Das ist doch, da ist doch das Deutschland-Ticket abgelaufen. Es ist noch reichlich Monat übrig. Eine Aufgabe für Christian Lindner, der rechnet das 2-3 Mal durch und dann passt das wieder. Apropos Deutschland-Ticket, da ist es. Ne? Für 49 Euro kann man jetzt quer durch Deutschland fahren. Gilt halt leider nicht für den ICE, aber trotzdem, ich habe das mal ausgerechnet, das sind vom Bodensee bis nach Rostock mit der Regionalbahn gerade mal 1 Euro pro Zugfahrstunde. Ein Schnäppchen. Zum Start des Deutschland-Tickets am 1. Mai waren schon 3 Millionen solcher Fahrkarten verkauft. 2 Millionen in Berlin und 1 Million in Frankfurt am Main. Auf dem Dorf ging der Fahrschein irgendwie nicht so gut. Liegt wohl daran, dass man damit nicht Traktor fahren kann. Auf dem Land läuft alles ein bisschen anders. Sie kennen den Begriff Helikoptereltern. Das sind die Mamas und Papas, die in der Stadt ihre Kinder gerne mit dem möglichst großen Auto jeden Tag zur Schule fahren. Und auf dem Land ist es unvorstellbar. Da gibt's maximal Mähdreschereltern. Da wird das Kind mit dem Mähdrescher auf dem Weg zur Ernte kurz vor der Schule abgesetzt. Ich weiß nicht, wie Benjamin Eisenberg groß geworden ist, aber irgendwie hat er sein eigenes Elternhaus überstanden. Vielleicht bringt er ja jetzt seine Eltern mit dem Lastenrad zum Seniorentreff. Benjamin Eisenberg. Schönen guten Abend, Sie haben es gerade vollkommen korrekt gehört. Mein Name ist Benjamin Eisenberg und ich komme aus Bottrop. Comedy-geschultes Publikum gibt an dieser Stelle meist schon den Mitleidsbonus. Oh, das können wir nochmal eben zusammen machen. Ich komme aus Bottrop. Sehr schön ist doch meist schon die erste Pointe bei mir im Programm, wenn der Städtename Bottrop fällt. Oft kommen noch so hämische Kommentare aus dem Publikum wie Bottrop, ist das nicht die Stadt, wo die Altkleidersammlung die Säcke nicht abholt, sondern hinbringt? Das ist natürlich fies, trifft aber die finanzielle Lage meiner Heimatstadt schon ganz gut, denn wir sind natürlich pleite, so wie alle Städte bei uns im Ruhrgebiet. Sie wissen das, wir haben keine Kohle mehr. Ganz schlimm getroffen hat es unsere Nachbarstadt Oberhausen, da wo das Zentrum steht. Ja, Oberhausen war lange Zeit die meistverschuldete Stadt in Nordrhein-Westfalen. Oberhausen ist mittlerweile schon so arm, da haben jetzt sogar schon die Ratten angefangen zu hamstern. Umso mehr freue ich mich heute Abend hier in der finanzstarken Metropole Suhl auftreten zu dürfen, hier, wo ja noch regelmäßig im Auftrag von der ARD Menschen gefoltert werden, beim Winterfest der Volksmusik. Ja, ich glaube mittlerweile auch, dass das Innenministerium so ganze Sitzblöcke reservieren lässt in den Hallen, wo das aufgezeichnet wird, für inhaftierte Terroristen, ja, für Gefährder. Die sitzen dann mit ihren islamistischen langen Bärten, damit sie nicht so auffallen, kriegen sie einen bayerischen Filzhut auf und dann geht's zur Sache. Ja, wer Foltermethoden mit Metallwerkzeugen überlebt hat, der macht dann seine Erfahrungen mit dem Silbereisen. Ja? Aber davon sind wir heute Abend zum Glück weit entfernt. Mein Name Eisenberg, nicht Silbereisen. Also wie gesagt, keine Sorge müssen Sie da haben. Ich freue mich sehr, dass so eine Veranstaltung überhaupt wieder möglich ist, dass man wieder zusammenkommen kann zu so einem Gesellschaftsabend wie hier. Das haben wir ja auch den Virologen zu verdanken, vor allem Christian Drosten, der ja dann das nachträgliche Weihnachtsgeschenk noch geliefert hatte, nämlich den Satz, die Pandemie ist vorbei. Und ich habe diese Pressekonferenz gesehen, Karl Lauterbach, er saß dabei in derselben Pressekonferenz und hat nicht widersprochen.
Ja, das war doch fast unglaubwürdig, oder? Er hatte sogar noch hinterhergelegt, also nachgelegt. Ja, also wir werden auch demnächst eine gesetzliche, Verpflichtung auf den Weg bringen, die nun also das Coronavirus dazu verpflichtet, sich mit dem Affenpockenvirus, zusammenzutun, zu kontaminieren, weil dann sieht man wenigstens, ob einer krank ist. Ja. Super. Und wir haben mittlerweile auch ganz andere Möglichkeiten, diese Pandemie in den Griff zu bekommen. Wir haben ja das Abwassermonitoring. Andere Länder hatten das vor uns. Wir haben das im letzten Jahr dann auch eingeführt. Abwassermonitoring, Sie werden auch davon gelesen haben, oder? Abwassermonitoring heißt einfach nur, die Experten gucken sich das Abwasser an und analysieren das auf Virenrückstände hin. Denn so kann man schon 2 Wochen im Vorfeld erkennen, ob eine Welle irgendwo ausbricht. Also mit anderen Worten, testen lässt sich niemand mehr, aber aufs Klo müssen wir alle. Und da sehen Sie auch mal in dem Zusammenhang den Unterschied in Sachen Vorhersagen zwischen Hellseherei und Wissenschaft. Ja, denn die Wahrsagerin, die liest Ihnen aus der Hand. Aber der Wissenschaftler, der entschlüsselt Ihren Code. Gut, wenn Sie sich natürlich jetzt nach dem Toilettengang nicht vernünftig die Hände gewaschen haben, dann kann Ihnen natürlich auch der Wissenschaftler in gewisser Weise aus der Hand lesen. Ja. Wobei, da habe ich ja noch Hoffnung, gerade in Sachen Handhygiene habe ich Hoffnung, dass sich gewisse Hygienestandards nach der Pandemie durchsetzen. Ich habe die Hoffnung, dass nach der Pandemie auch die Männer sich weiterhin vernünftig die Hände waschen. Ja, da gibt es oft Zustimmung von den Damen, aber Sie wissen ja gar nicht, was ich alles schon miterleben musste, wenn ich mal so auf Tournee war, in öffentlichen Toiletten und so. Ich erinnere mich an eine Szene, das war so kurz vor der Pandemie, da war ich an so einer Autobahnraststätte, stand am Urinal und hörte nur, wie hinter mir in der Kabine, ich sage mal, der Ätna ausbrach. Kurze Zeit später ging die Tür dann auf, es wurde natürlich nicht gespült. Dann ging der Kerl an mir vorbei, ging am Handwaschbecken vorbei, wusch sich also nicht die Hände, schaute noch nicht einmal in den Spiegel, um sich die Schweißperlen von der Stirn zu wischen. Ja, so ein Vulkanausbruch hat Temperatur. Und ging direkt zurück an seinen Arbeitsplatz im Backwarenladen. Ja, ein Schokocroissant habe ich mir nicht mehr geholt. Und deshalb habe ich die Hoffnung, dass sich da gewisse Hygienestandards durchsetzen, dass sich natürlich auch sowas nicht nochmal wiederholt. Das wollen wir alle nicht, sonst wären wir Kleinkünstler ja wieder arbeitslos. Wobei man sagen muss, wir wurden gut vertreten. Ja, in der Zeit, als wir Komiker nicht auftreten durften, da war der Lauterbach doch jeden Abend im Fernsehen und hatte das Volk unterhalten. Und ich weiß nicht, ob mir das aufgefallen ist, wenn der bei Hart aber fair war, der hatte doch immer schon so einen Corona-Heiligenschein. Ich habe Ihnen noch mal ein Bild mitgebracht. Das ist keine Fotomontage oder so. Schauen Sie, so hat die Kamera den immer eingefangen. Das ist doch subtile Manipulation der Fernsehzuschauer, oder? Und er hatte sich ja tatsächlich behauptet als Komiker. Hat das jemand vielleicht mitbekommen? Der war bei diesem Internetformat dabei auf Amazon Prime. Haben Sie das gesehen im letzten Sommer? Da gab's ja hier. Das war doch toll. Also ist kein Scherz. Da gab's eine Reihe. Da wurden Prominente, die keine Komiker sind, von prominenten Komikern zu Komikern ausgebildet. Und da war der Lauterbach bei der ersten Folge dabei. Und sehr souverän, sehr selbstironisch, sehr witzig, hat sich wunderbar geschlagen in diesem Format. Das fand ich richtig gut. Und ich sag mal, wenn es mit der Politik nichts mehr wird, und das kann bei der Ampel jeden Tag der Fall sein, ne, dann kann der einfach als Stand-Up-Comedian weitermachen. Ich sehe den schon jeden Abend im Quatsch-Comedy-Club herauskommen. Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir sagen Hallo erstmal. Nun, ich weiß ja gar nicht, ob Sie es wussten, aber mein Name ist Karl Lauterbach. Jedoch als Stand-Up-Comedian heiße ich Karl Lauerbach. Ja, da steckt der Karlhauer quasi schon im Namen. Das fand ich auch total witzig, habe ich mir selber ausgedacht. Nun, ich weiß auch ja nicht, ob Sie es wussten, aber ursprünglich komme ich ja gar nicht aus Köln, wo ich meinen Wahlkreis so haushoch gewonnen habe. Ursprünglich stamme ich ja aus Düren, will sagen, ich bin ein waschechter Dürer und das, obwohl ich gar nicht malen kann. Ja, verstehen Sie, malen, Dürer fand ich auch total witzig, der Gag ist von mir. Ja, und eigentlich bin ich ja Humanmediziner und bin dann in die Politik gewechselt, also quasi dahin, wo Human und Medizin getrennte Wege gehen. Ja, und eigentlich war ich auch in der CDU und bin dann in die SPD gewechselt, will sagen, ich bin ein politischer Konvertit. Sie kennen ja vielleicht den Plural, ein Konvertit, die Konvertiten.
Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei diesem Scherz nicht um einen frauenfeindlichen Witz handelt. Aber meine Comedy-Autorin hatte mir geraten, ich sollte es auch mit meinem Scherz nun also unterhalb der besagten Gürtellinie probieren. Ich hatte dann vollkommen zu Recht darauf hingewiesen, dass es sich bei diesem Scherz ja nun also gar nicht um einen Witz nun also unterhalb der Gürtellinie handelt. Also meistens. Und will mich aber gerne auch mit einem solchen Karlhauer von Ihnen verabschieden, um meinem Namen nun also auch hier recht zu werden. Es ist auch ein Arztwitz, vielleicht kennen Sie den Witz. Es geht um einen Gynäkologen, will sagen, um einen Frauenarzt, der nun also aus irgendwelchen Gründen arbeitslos wird und sich bei einem Malerbetrieb bewirbt. Und am ersten Arbeitstag fragt der Malermeister den Gesellen, wie der Neue sich denn so anstelle. Und da antwortet ihm der Geselle: Ihr Chef, was soll ich Ihnen sagen? Der Neue ist total irre, aber auch total gut. Der hat durch den Briefkastenschlitz den gesamten Hausflur gestrichen. In diesem Sinne, Ihr Karl Lauerbach. Fände ich super. Fände ich super. Ja. Benjamin Eisenberg kommt später nochmal. 50 Jahre Rennsteiglauf stehen vor der Tür. Bald ist es soweit. Dann erwartet das schönste Ziel der Welt in Schmiedefeld eine Rekordzahl von 19.200 Teilnehmern. Am 13. Mai steigt das Ganze auf den verschiedenen Strecken von Eisenach, Oberhof oder Neuhaus aus in Richtung Schmiedefeld. Was mich also absolut wundert hier, ist, so viele Menschen, 19.200, laufen da mit, obwohl ein Bus fährt. Verrückt. Kurze Pause. Hallo und herzlich willkommen zum Eurojackpot von Lotto Thüringen. Haben Sie schon Ihren Urlaub für dieses Jahr geplant? Vielleicht zieht es Sie ja nicht in die Ferne, sondern Sie bleiben hier bei uns im schönen Thüringen. Möglichkeiten für einen Urlaub im Freistaat gibt es auf jeden Fall genug. Thüringen können Sie nicht nur mit dem Auto, dem Rad oder zu Fuß erkunden. Thüringen ist auch vom Wasser aus besonders schön. Mit Kanu, Paddelboot oder sogar per Floß lassen sich der auch aus dieser Perspektive sehenswerte Thüringer Wald und die angrenzenden Regionen Thüringens bestens erkunden. Auf der Werra und auf der Saale bieten sich Ihnen ganz neue Möglichkeiten des Wasserwanderns. Wer eine Kanutour unternimmt, kann die Welt aus einer ganz neuen Perspektive entdecken. Inmitten der Natur nimmt man die Umwelt mit allen Sinnen wahr, kann sich entspannen, die Gedanken treiben lassen und neue Kräfte tanken. Die vielfältige und fast unberührte Landschaft zum Beispiel auf der Saale bietet ideale Bedingungen für kurze und ausgedehnte Kanutouren und Wasserwanderungen. Und auch auf der Werra ist schön. Im Grenztal zwischen Thüringer Wald, Franken und der Rhön können Sie dort bis nach Hessen unterwegs sein. Vielleicht ist das ja eine Idee für Ihren Sommerurlaub. Wir kommen jetzt aber zur Bekanntgabe der Eurojackpot-Gewinnzahlen vom 9. Mai, wie immer ohne Gewähr. Na, Glück gehabt, dann gratuliere ich Ihnen jetzt ganz herzlich. Und wenn nicht, dann klappt es ja vielleicht beim nächsten Mal. Wenn Sie übrigens mal nicht in eine Lotto-Annahmestelle gehen möchten, können Sie Ihren Tipp auch ganz einfach online unter lotto-thüringen.de abgeben. Und um welchen Jackpot es am Freitag geht, das erfahren Sie jetzt. Na, Arno, gewinnst du wieder? Nee, nur das eine Mal. Aber das ist immerhin richtig, ne? Ändert nicht dich, ändert dein Leben. Eurojackpot mit bis zu 120 Millionen Euro. Ziehung jetzt jeden Dienstag und Freitag. Eurojackpot. Die Chance auf dein Traumleben. Zur nächsten Ziehung sind rund 20 Millionen Euro im Jackpot. Infos unter lotto-thüringen.de. Spiele, gewinne beim Original. Toi, 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 die Daumen sind gedrückt. Ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Hier geht's jetzt weiter mit Nonsenf und Daniel Ebert. Hier sind wir wieder mit Nonsenf, mit einem Blick zurück auf die erste Woche im Mai. Die Schockmeldung der Woche: der weiße deutsche Spargel ist bedroht. Als ich das gelesen habe, dachte ich zuerst, oh, schon wieder ein Schädling. Oder ein Leiharbeitergesetz ist neu. Aber nichts von beiden. Ne?
Ja, nichts dergleichen ist schuld am Untergang des Asparagus. Schuld sind die jungen Menschen, die keinen Spargel mehr essen wollen. Aber warum, fragen Sie sich jetzt sicher. Da haben sich wahrscheinlich ein paar Wissenschaftler damit befasst und dann Folgendes herausgefunden. Erstens, für junge Menschen ist Spargel zu anstrengend. Man muss ihn kaufen, schälen, kochen, dann auch noch essen und dann noch Kartoffeln dazu und wenn möglich eine Sauce Hollandaise und Schinkenröllchen. Ja, nur wenn es auch vegetarische gibt. Zweiter Grund, Spargel ist altmodisch. Ja, Kartoffeln, Soße, Gemüse, Fleisch, alles auf einem Teller und dann auch noch Messer und Gabel. Das ist sowas von 90er. Heutzutage muss ein Essen aus einer Schüssel sein und man muss es mit einem Löffel essen können, damit man noch eine Hand frei hat fürs Handy. Es ist kein Witz, haben Wissenschaftler herausgefunden. Das nennt man übrigens Bowl, so ein Essen. Das ist Englisch und bedeutet Schüssel. Und der dritte Grund, warum die Jugend den Spargel meidet: Spargel ist das Gemüse der sozialen Ungerechtigkeit. Busseweise werden Saisonarbeiter auf die Spargelfelder gekippt, die dann für wenig Geld unser Essen ausbuddeln. Das wollen wir nicht. Dann lieber eine Avocado mit Thunfisch-Tartar. Da weiß man wenigstens, dass das Zeug nicht von hier ist. Für mich der Grund Nummer eins, Spargel zu essen, ist der Geruch. Nicht dabei, der danach. Das macht die Nase frei und im Badezimmer fällt der Kalk freiwillig von der Wand. Das Niveau hebt jetzt wieder für uns Benjamin Eisenberg. Die Einzige, die immer so ein bisschen querschießt, das ist die Baerbock. Die fährt dem Kanzler gerne mal in die Parade. Zum Beispiel Anfang des Jahres, auch als sie im Europarat gesagt hat, wir seien im Krieg gegen Russland, sagt unsere Außenministerin im Europarat in aller Öffentlichkeit. Da ist unser Bundeskanzler seit Monaten darum bemüht, den Ball möglichst flach zu halten. Betet sein Mantra rauf und runter. Wir sind nicht im Krieg gegen Russland. Wir wollen keine Kriegspartei werden. Die NATO darf keine Kriegspartei werden. Was macht unsere Außenministerin in aller Öffentlichkeit? Sagt, wir sind im Krieg gegen Russland. Ekel Alfred aus Ein Herz und eine Seele hätte beim Silvesterpunsch wahrscheinlich nur gesagt, diese dusselige Kuh! Ganz anders unser Außenminister. Besonnen wie er ist, reagiert er auch vollkommen unterschiedlich auf sowas. Das hat uns der Spiegel verraten. Das darf ich auch nochmal schnell zitieren. Ich fand das so toll. Hier heißt es über Baerbock: Scholz, auf den Fauxpas seiner Außenministerin angesprochen, schaute so ausdruckslos, wie man nur ausdruckslos schauen kann. Damit war alles ausgedrückt. Das kann nur unser Bundeskanzler. Und das Verhältnis der beiden ist ja ohnehin nicht das Beste. Das konnte man wenige Zeilen später nochmal erfahren. Ich darf auch das zitieren. Hier heißt es, in Scholz' Umfeld werden Papiere aus dem Auswärtigen Amt schon mal als unterkomplex abqualifiziert. Unterkomplex und suboptimal. Zwei Vokabeln, die sich hervorragend ergänzen. In einem Kontext in Bezug auf unsere Außenministerin Frau Baerbock, geäußert vom damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt, würde er dennoch leben, in seinem alljährlichen Interview bei Sandra Maischberger. Ja. Frau Maischberger? Die meisten Äußerungen unserer Außenministerin Frau Baerbock empfinde ich als äußerst unterkomplex. Und lassen Sie mich ergänzen, Ihre durch und durch schnippische Art erscheint mir als bedenkenswert international suboptimal. Benjamin Eisenberg, in keiner Weise verwandt mit King Charles, so darf man ihn ja jetzt nennen. Das Einzige, was bei ihm und der Lisbeth vorher gleich ist, das ist die Anrede, Her Majesty. Und was haben wir Deutschen davon? Eine ganze Menge. Wirtschaftsaufschwung im Erzgebirge. Dort werden nämlich schon King Charles Nussknacker produziert, mit Königsrobe und festem Gebiss. Das wird der Verkaufsschlager, bestimmt, irgendwo. Ich drücke die Daumen. Bis nächste Woche. Wieder hier. Bleiben Sie fröhlich. Ihr King Ebert.